bin Susanne, das Aargauer Strickliesel. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei meinem kleinen Handarbeitspodcast. Es geht hier um Wolliges, in Form von Gestricktem, Gehäkeltem, Salte. Ja, und ab und zu nähe ich noch. Nicht Wolle, sondern Stoff. Ja. Und ja, es ist meine Weihnachtssendung. Wie ihr seht hier, Rudi ist dabei. Ich habe extra eine rote Jacke, einen passenden Lippenstift und nein, Jürgen, den gab es nicht im Angebot. Ja. Er weiß, wer gemeint ist. Ja, ich möchte mich mal wieder vorstellen. Ich bin die Susanne. Ich lebe hier in der Schweiz zusammen mit meinem Mann. Drei Katzen. Eine liegt nämlich gerade jetzt hier und denkt sich, oh, was macht jetzt die da wieder? Unserem Hund noch, der liegt allerdings im Wintergarten. Der findet es momentan dort draußen ziemlich cool, weil er kann dort auf dem Sofa liegen und muss nicht auf dem kalten Boden und kann trotzdem alles beobachten. Ja, ich lebe hier zusammen mit all denen. Ich bin Hausfrau, entsprechend habe ich viel Zeit zum Stricken und ja, zum Handarbeiten. Dies ist übrigens eine Dauerwerbesendung, habe ich das schon gesagt? Weil ich halte euch nämlich Dinge in die Kamera. Die Werbung ist unbeauftragt und unbezahlt. Heute werde ich euch noch was Geschenktes zeigen, das ich euch sehr gerne zeige, weil ich habe mich riesig darüber gefreut. Und ja, ich habe gesehen, ich habe wieder neue Abonnenten. Heute herzlich willkommen. Übrigens auch, ich begrüße natürlich auch alle meine bisherigen Abonnenten. Alle, die einfach nur mal reinschauen, alle, die mal finden, ja, mal schauen, was die da macht. Hallo, ja, heute zusammen. Was zeige ich euch heute? Ich zeige euch ganz viele Weihnachtsgeschenke, die ich, also alles Kleine, so Socken und das ganze Gedönse. Ich erzähle euch noch, ich war letzten Samstag in Stuttgart, da erzähle ich euch auch noch was. Ich habe zwei neue Podcasts, die ich euch empfehlen kann, möchte und ans Herz legen möchte, weil ich die total gut und lustig finde und überhaupt einfach sehenswert. Ja, übrigens hier, das ist der Rudi. Den habe ich vor 2 Jahren gehäkelt. Da erzähle ich euch später noch dazu. Da zeige ich euch noch, woher ich die Anleitung habe. Aber jetzt kommen wir jetzt erstmal zu den aktuellen Sachen, die ich fertig bekommen habe. Also als erstes will ich habe ja meinen ersten Steven West fertig. Also nicht den Steven West, sondern einfach ein Tuch von ihm. Das ist hier, das ist das Dotted Ray Self-Striping gestrickt. Also die habe ich ja schon ein paar Mal in die Kamera, jetzt ist sie gehalten, jetzt ist sie, ja, ist sie fertig. Ich finde, sie ist schön geworden, die ist für meine andere Schwiegertochter. Die bekommt die zu Weihnachten. Also ich bin recht begeistert von der Anleitung. Das ist übrigens eine Kaufanleitung. Die findet ihr auf Ravelry. Kennt ihr das? Oh mein Gott. Also mein Gesicht ist ganz schwierig bei mir. Gell? Ich nuschel ja manchmal, wenn ich mal so durchgucke, denke ich, bist du hier Nuscheltante? Ja, aber offenbar versteht ihr mich gut. Sonst würde es wahrscheinlich anders aussehen. Gell? Und ich hoffe, das Gebimmel da, das hört ihr nicht allzu gut. Ja, aber sorry, das gehört zu Weihnachten, gell? Du. Ja, gesungen habe ich jetzt auch noch. Ja, eben das Tuch habe ich fertig, das habe ich aus einer Cut, am Bobble Cut, ja, Pet. Ich habe ganz ehrlich die Banderole nicht mehr. Die ist weg. Ja, sorry. Ist irgendwie ein Acrylgemisch. Ich finde das okay. Ganz ehrlich, kein Problem damit. Sehr angenehm, kuschelweich. Kann man dann so natürlich auch in der Maschine waschen. Problemlos und gut ist gar. So. Dann habe ich, wenn wir schon gerade bei Tüchern und so, alles für den Hals. Ich habe für meine Enkeltochter und für meine Patentochter. Guckt mal. Sind die nicht süß?
Das Pink knallt jetzt ein bisschen hier in der Kamera mehr, als es wirklich ist. Ich habe gleich zwei gestrickt. Ich habe die mal vor 2 Jahren beim Jakob Versand. Die gibt es übrigens immer noch beim Jakob Versand. Also einfach die Schweizer, gell? Ihr könnt die. Das ist ein rein, glaube ich, ich glaube nicht, dass die ins Ausland liefert. Aber ich verlinke es mal, dann könnt ihr das mal anschauen. Und jetzt sollte ich es natürlich noch richtig zeigen. Gell? Ja, ich glaube, das Ganze ist ein Kit von Gründel, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, weil wie immer ich und Banderolen. It's gone with the wind, gellet? Ja. Der Kopf, der ist fertig. Den müsst ihr nur noch annähen, den Rest, den strickt ihr. Das ist so ein Flauschkuschel. Ja, also sehr angenehm. Gut waschbar, weil Pulli, gellet? Und dann habe ich dazu für die beiden Ladies, also jede natürlich eine andere, habe ich noch Mützen gestrickt. Also für meine Enkeltochter habe ich mal die gestrickt. Also die passt doch dazu nicht. Also ich fand, die passt perfekt. Auch das ist wieder so ein Strickkit. Das habe ich aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das irgendwie schon 3, 4 Jahre zu Hause. Keine Ahnung. Ja, also 3, in 4 Jahren glaube ich nicht, aber 3 Jahre sicher. Ich fand die so süß. Das ist so, habe ich mal im Internet. Ah, jetzt sehe ich es. Gut, oder? Ah, ich bin da so wie ein bisschen überbeleuchtet. Ja. Jetzt, das Hasi. Weil meine Enkelstochter steht ja draußen. Da habe ich es. Das ist, die haben da verschiedene Kits. Mit allem möglichen, hier Bomullshäuten, mit Eulen, mit Hunden, alles Mögliche. Ja, und dann habe ich ihr noch die gestrickt. Auch natürlich passend zum Schal. Das ist eine kleine Katze. Also irgendwie. Mit der Beleuchtung. Oh, jetzt sieht man es gerade gut. Gell? Ja, also ich finde die süß. Nichts Spezielles, aber ich finde die süß. Mein Mann fand jetzt zwar so, jetzt ist sie dann langsam zu alt dafür, aber ich denke, also sie wurde 7, meine Enkeltochter. Und ich denke, mit 7 tragt man das schon noch. Aber ich denke, so in 2 Jahren ist es dann vorbei damit. Dann wird sie das nicht mehr tragen. Ja, und natürlich meine Patentochter bekommt auch so eine Mütze. Die hat sich aber, die war unlängst hier, der ging es nicht so gut. Und ja, meine Freundin musste ja noch schnell zum Arzt und dann wurde sie schnell bei mir zwischengelagert. Nein, ich lasse der auf sie aufpassen. Ich mache das ja gerne. Und auch wenn sie ein kleines Mädchen ist, wir alle suchen uns gerne Dinge aus. Und dann habe ich hier mal so ein eine Auswahl von so Mützenkits gezeigt und sie durfte sich eine aussuchen. Und das ist hier mit einer Schneeflocke. Das ist so ein bisschen grüner, wie jetzt, dass ihr das hier seht. Das Lila ist ziemlich so, wie es jetzt ist. Vielleicht seht ihr es jetzt besser. Ja. Auch so Sterne mit ein bisschen Bling Bling. Ich finde sie süß. Gestrickt habe ich die übrigens alle mit einer 5,5. Ich habe das wirklich nach Anleitung gemacht. Hier habe ich allerdings noch ein bisschen was von mir dazu, ein Flauschgarn dazu genommen, wo ich noch hatte. Hier habe ich noch übrigens den Rest vom Schal mit verstrickt, dass der auch noch wegkommt. Ich fand, das passte so und dann nehmen wir das mit. Gellet. Ja, das ist für meine Maike. Hat riesig Spaß gemacht. Also ich habe so 2 Mützen, habe ich glaube ich in eine Mütze am Nachmittag, die andere am Abend und gut ist gsi. Schal etwa dasselbe, auch schnell zu stricken, weil auch mit größeren Nadeln. Muss aber sagen, ich muss dann, also wenn ich dann fertig bin mit den Weihnachtsgeschenken, es steht noch was aus und das habe ich jetzt übrigens gerade vergessen. Oh, Augenblick, das hole ich jetzt Ja, was. aber hin wieder. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen das Licht verändert, dass es nicht ganz so blendet, aber ja,
Mal schauen, ob ich euch die Mütze nochmal mit dem Stern besser zeigen kann. Nö. Nö. Ja. Ah, ah. Ja, auch nicht. Lemmers, Lemmers. Ich schneide das auch nicht raus. Fertig. Ja, was habe ich noch fertig? Also, ich habe ganz viel Herrensocken fertig gestrickt. Und zwar habe ich, die sind alle Größe 42, 43. Das ist, glaube ich, war eine Buttinette, glaube ich. Ja, da 40 Masch, hier habe ich 40 Reihen, zwei rechts, zwei links, dann 40 Reihen glatt rechts und dann einfach, ich mache ja da, da mache ich jetzt die Shadow Wrap. Ich gucke da immer ein bisschen für wer die Socken sind. Dieser Herr mag die Shadow Wrap Ferse, das weiß ich. Und ja, Sternchen, ich mache ja immer Sternchenspitze. Ich mag die Bandspitze nicht, die wird bei mir immer hässlich. Echt, die wird bei mir hässlich. So, die auch wieder Größe 43, 42, 43. Das war auch irgendeine Sockenwolle, wo ich vor 2-3 Jahren mal gestrickt habe. Gekauft, gestrickt. Hey Leute, sorry, gell. Aber ich, die, die mich schon länger schauen, die wissen das. Ich tick so, gell. So, ja, die sind auch, da habe ich jetzt mal mich an das, so ein, ich habe wieder mal einen Tipp bekommen, ich soll mal dazwischen noch ein paar linke Maschen, dann würden sie enger anliegen. Ja, kann man machen. Ist okay. Aber ich bin so ein bisschen stilmäßig unterwegs, gell? Ja, und dann habe ich noch diese hier. Da habe ich einfach da oben noch ein, also, bei mir sind immer 40, 40 hier, 40 hier, 40 hier. Mache ich immer so bei Herren Socken. Und da habe ich jetzt glatt rechts vorgestrickt. Auch wieder die Shadow Wrap Ferse. Ja. Was soll ich euch dazu erzählen? Ja, ist Spaß. Ja, und dann habe ich noch für meinen Enkelsohn. Der bekommt diese hier. Die sind Fußlänge 13, für 13 cm, das entspricht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, ich habe es aufgeschrieben, einer Schuhgröße 20. Was ich hier noch muss machen, muss ich noch heute Abend machen. Weil die Sachen, die meisten Sachen werden morgen verschenkt, weil wir feiern nämlich morgen Weihnachten. Und da mache ich dann noch so Anti-Stopper. Drauf. So ein paar Topfen, dass wenn er da durch die Gegend läuft, unser Sohn hat zu Hause Parkett und da rutscht man halt so mit denen. Gell? Ja, und dann habe ich ja, hatte ich noch einen Rest von dieser Wolle, die ich euch, da habe ich dann diese gemacht. Noch. So. Hatte ich einfach da noch ein Uni Grün dazu genommen. Jetzt sieht man es gerade besser. He? Das gleiche für 13 cm Fußlänge. Ja, ich mache das so Handgelenk mal Pi, wenn ich dann finde, so jetzt reicht's. Dann mache ich dann die Ferse und ich tue da ein bisschen nach Lust und Laune. Mache ich da. Ja. Und für den kleinen Mann habe ich noch eine Mütze gestrickt. Die habe ich. Die, die mir schon länger zuschauen, die wissen, ich habe ja für die Taufe, Schrägstrich Hochzeit, habe ich meinem Enkelsohn ja eine Jacke gestrickt, so im Jankerlstil, Trachtenstil, blau mit rot abgesetzt. Und da hatte ich noch Wolle, das ist die Fantomas von der Lang. Ich finde die ganz toll und die verhält sich auch eigentlich schön beim Waschen. Und da habe ich ihm, oh Jesus Gott, ich habe dann Waschen mal kleinere Dinge. Ja, ich habe ihm eine Elsa-Mütze gestrickt, weil meine Schwiegertochter hat gesagt, sie hätte gerne was mit zum Binden, weil der kleine Mann, der zieht das gerne ab.
Ich habe sie mal, als ich hier war, bevor ich dann, habe ich mal ihm die angezogen, zum Gucken, ob die natürlich passt oder so. Und so, ja, das ist hier mit Rippen und dann glatt rechts. Also das ist eigentlich so wie ein Fersen, ein Bumerang-Fersen hier. Das Ganze ist eine Kaufanleitung auf Revelry. Das nennt sich die Elsa-Mütze. Und ist hier von Stadtstau. Nö. Von Stricken ohne Naht. Keine Ahnung. Also ich verlinke es euch sowieso. Ich finde die Mütze, also ich finde es eine ganz süße Mütze, muss ich sagen. Also ihr seht es hier vielleicht besser, weil es dann eine hellere Wolle ist. Hier alles Rippen, da glatt rechts. Ja, also ich kann ab und zu ein bisschen geschumpfen. Ja, ich fand, es ist sehr viel geschrieben und man überliest dann halt sehr schnell, wenn so viel Text ist, mal was relativ Wichtiges. Und dann habe ich schon ein paar Mal gefunden, so, oh, die Anleitung ist nicht ganz ohne. Also sie ist, ich würde jetzt nicht sagen, nicht anfängertauglich. Also wenn man schon mal so eine Shadow Wrap oder eine Bumerang-Ferse gestrickt hat, dann ist einem eigentlich das System auch klar mit den verkürzten Reihen. Weil man macht ja hier die verkürzten Reihen. Ja. Grundsätzlich gut beschrieben. Voraussetzung ist, man kann lesen. Und man liest nicht quer. Ja, das ist mir ab und zu passiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Und dann musste ich hin und wieder zurückstricken, was ich dann nicht so ganz lustig gefunden habe. Gellet. Ja. Sie ist fertig. Ich habe sie noch nicht gewaschen, aber ich glaube, ich mache die gar nicht mehr. Die ziehen wir eben dann an. Einfach. Ja, und dann habe ich noch zwei Weihnachtsgeschenke fertig bekommen. Und zwar einmal habe ich, Handstulpen. Oh, das allererste Mal habe ich Handstulpen mit Daumen. Also überhaupt Handstulpen habe ich, glaube ich, noch gar nie gestrickt. Nö. Ich habe diese hier gestrickt. Die sind ziemlich so, wie ihr die seht von der Farbe her. Das ist auch. Warte mal, ich muss jetzt gerade okay. Das ist von ihr von der Jakobwolle. Die Kaschmirelle. Sehr angenehm, Zusammensetzung, ja, jetzt dicke. 50% Merino-Wolle, also feine Merino-Wolle und 50% Polyacryl. Gestrickt habe ich sie mit einer 5,5. Ja. Die Anleitung ist eine kostenlose Anleitung auf Revelry. Ich habe mir die nicht ausgedruckt, ich habe das einfach ab Tablet gestrickt. Ich werde sie euch aber verlinken. Ich werde sie euch verlinken unten in der Infobox. Dann habe ich ja, die Kirstin von Quickstrick hat ja auf ihrem Blog eine Anleitung für ihre Flauschmittens. So, jetzt die, okay. Ja. Kostenlos, die kann man runterladen bei ihr vom Blog. Und ich habe jetzt da auch welche gestrickt für meine Freundin. Also, sie ist die Mutter von meiner Patentochter. Der wollte ich auch was Kleines stricken und der habe ich jetzt aus der Bimbo Color, auch von Jakob Wolle, habe ich die hier gestrickt. Also ich finde, die passen schön. Die Anleitung kann ich auch von der Kirstin, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich finde sie wirklich toll. Ja, ich weiß, sie sind jetzt nicht gleich. Ich habe sie mit zwei Einzelknäuel gestrickt. Ich fand, die stricke ich jetzt, wie sie kommen. Es muss nicht alles immer so identisch sein. Ich finde das noch gut. Ich hätte mir auch noch solche Stricken. Ich finde das nämlich jetzt gerade praktisch, jetzt gerade wenn es kühl ist, aber jetzt nicht so, dass man jetzt muss sagen, oh, wow, man friert extrem an die Hände.
Weil wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, bin ich manchmal noch froh, wenn ich die Finger frei habe zum Gudelis geben oder was auch immer ich machen muss. Ja, das. Ich glaube, heute rausche ich mit euch ein bisschen durch. Ja, aber ich komme nächste Woche nochmal zurück. Also auf jeden Fall vor dem 1. Ja, ihr werdet mich nochmal sehen. Ja, dann mache ich mich streckig ein bisschen, oute ich mich, was ich alles habe, noch auf den Nadeln. Also woran ich jetzt habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk und das ist das Kleid für meine Patentochter. Da habe ich jetzt Zeit bis zum 28. Das wird richtig knapp. Also im Moment, ich sag euch, ihr tun ja schon bald die Finger weh von vielen Stricken. Sobald das durch ist, werde ich mir eine Strickpause von ein, zwei Tagen gönnen. Muss ich dann auch, weil ich habe noch ziemlich viele Projekttaschen vorbereitet, zugeschnitten. Die muss ich noch, möchte ich noch nähen. Ja, soweit bin ich jetzt. Stricken tue ich das ja nach dem Rezept von YouTube, von Melas Strickstube. Ich glaube, das habe ich euch sogar das letzte Mal ihren Kanal verlinkt. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal findet, ach, jetzt mache ich mal so was selber. Und sie erklärt das wirklich wunderbar. Ich stricke das mit einer Baby Merino von Drops. Logisch, jetzt habe ich auch wieder keine Banderole da, aber ich zeige euch das sowieso nochmal, wenn es fertig ist. Also, ich mache das so. Ich mache auf jeden Fall ein Mini-Video dann, wenn es fertig ist, weil am 28. gibt es Geschenkeübergabe und dann ziemlich sicher ist das Kleidchen dann nicht mehr bei mir, wenn ich dann das nächste Mal aufnehme, aber dann spiele ich euch das einfach ein. Gut, also hier oben habe ich das mit einer 3 gestrickt, damit es ein bisschen fester ist. Und sie hat ja zu mir gesagt, ich möchte ein Kleidchen, das wirklich schwingt. Und darum stricke ich das jetzt. Ich habe schon das Dunkelblau fertig, also dieses Königsblau, und dann schon mit dem Hellblau angefangen. Und dann habe ich gemerkt, das ist einfach war zu fest, zu brettig. Also ich fand einfach, es müsste fließender fallen und bin jetzt, habe es nochmal gerippelt bis hierhin und habe strickt das jetzt mit einer 3,75. Und jetzt finde ich, jetzt wird es richtig schön locker, das wird richtig schön fallen. Ich habe, also die Maschen, genaue Maschenanzahl weiß ich nicht mehr, wo ich hier habe. Aber ich habe hier jede noch immer noch zwei Maschen gestrickt, dann habe ich eine Masche aus dem Querfaden aufgenommen. Und ich habe die Maschen ehrlich gesagt da oben mal gezählt, also hier oben, weil ich wusste, wie viele Maschen ich haben muss, damit das weit genug ist, aber auch nicht gerade zu weit. Also wenn es dann so extrem oversized ist, ja, ich weiß nicht, mir gefällt das dann nicht so. Ganz ehrlich, ich finde das nicht so hübsch. Auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich da wieder so weit. Ich habe ausgerechnet, ich mache da noch sechs verschiedene Streifen hin. Und also da ist dunkel, das ist dieses Königsblau, dann kommt hellblau, dann kommt, ich glaube, grün, orange, gelb, rot. Ich weiß es nicht mehr. Ihr seht es da. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ja, ja, so wird es halt. Oh mein Gott. Ist wie ist. Gallet. Ich finde, die Drops lässt sich schön verstricken. Ist auch sehr angenehm von der Haptik her. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Aber ich zeige es euch, wenn es dann fertig ist. Im Moment stricke ich wirklich wieder meiner Natur total monogam. Wirklich nur an dem Teil. Ich habe auch immer, auch jetzt vorhin, ich habe jeden Socken zuerst fertig gestrickt, bevor ich mit dem nächsten angefangen habe. Quasi Zwangsmonogamie. Ja, geht auch. Aber ein bisschen langweilig. Also jetzt ist es sowieso langweilig, weil alles glatt recht.
Allerdings ist es okay, wenn man dann, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen Krimis und so, dann ist es okay. Hat es jetzt gewackelt? Nein, glaub nicht. Ja, jetzt erzähle ich euch noch was zum Rudi. Rudi, also Rudolf, den habe ich, ja, ich glaube vor 2 Jahren gehäkelt. Ich habe, da war mal vor einiger Zeit, waren diese recht bisschen ein Hype um die Bücher. Und hier seht ihr ihn dann auch. Ich selber habe bis jetzt, ich habe das Häsli habe ich schon gemacht. Das bekam dann zu Weihnachten, glaube ich, vor zwei Jahren war das, ja. Bekam das meine Enkeltochter. Ja, das war vor 2 Jahren, genau. Habe ich ihr das, sie hat sich das aber vorgängig ausgesucht. Weil ich finde das noch recht wichtig, dass man die Kinder anfängt, wirklich zu fragen. Und meine, letztes Jahr zum Geburtstag, hat dann meine Patentochter, die hat sich diesen Löwen gewünscht. Den habe ich ihr auch gehäkelt. Die Stühle, ich weiß nicht, die bekommt man sicher irgendwo noch. Die habe ich da, konnte ich in der Schweiz bestellen, relativ günstig. Gehäkelt habe ich die übrigens mit Wolle von der Paintbox. Die bekommt man, glaube ich, bei, also früher hieß die Seite Love Knitters. Die hat aber den Namen gewechselt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber ich kann euch die Seite verlinken, falls es euch interessiert. Ich habe dann die Wolle einfach doppelt genommen. Doppelt verhäkelt. Kommt tipptopp raus. Und ja, also er ist, warte, ich hole ihn mal schnell. Also das sind dann die Füßchen, da häkelt man auch was. Mein Mann hat sich die als Schal die Farben seines Vereins gewünscht. Dann hier da. Ich habe da unten habe ich eben so wie so eine Reihe gemacht mit Stäbchen, die Löcher haben und habe da was eine gehäkelte Schnur eingezogen, damit es nicht so schnell wegrutscht. Ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen länger häkeln sollen. Oh, ja, auf jeden Fall, ja. Das ist der Rudi. Also der, ich finde den, ich habe so Freude an dem, ich finde den zuckersüß. Ich bin ja ein Weihnachtsjunkie. So, oi, tust du da, gell, liebst du. Wie gesagt, ich kann euch die beiden Bücher von der, die ist Hackbrett, ich glaube, es kommt aus Holland. Ich kann euch die nur empfehlen. Ich für mich möchte noch das Schäfchen. Ich sag euch, da gibt es wirklich, wirklich zuckersüße. Also die sind so süß. Jetzt muss ich da gerade mal schön schauen. Heieiei, immer wenn man etwas sucht, gell? Ja. Das möchte ich noch für mich machen. Ich finde das so süß. Ich finde das Schäfchen einfach nur Zucker. Wirklich, also, Und was ich sagen muss, und da war ich extrem positiv überrascht, die Anleitung ist so gut beschrieben. Man muss sich aber an die Anleitung halten. Und ich weiß, so Leute, die gern so ein bisschen noch kreativ mitdenken, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber, also wirklich, ich kann das nur empfehlen. Die sind so süß. Also, ich sage, da hat es noch ein Zebra und das Mariakäfer und ach, hier gibt es noch einen Panda-Bär. Die sind Zucker. Guck mal den Bären. Ja, ich könnte, also ich, am liebsten würde ich ja alle häkeln aus diesem Buch. Jedes einzelne. Ich finde die so süß. Die Wolle, die ich dazu verwende, wie gesagt, die werde ich euch da unten verlinken. Ich fand, die ist nicht so teuer, aber sie ist gut zum Verhäkeln und ja, ist ja tippetoppe. Ja.
Wo machen wir jetzt weiter? Ja. Ich habe von der lieben Caro, von Caros Fadenreich. Ja. Sie hat einen Etsy-Shop. Ich folge ihr schon eine Weile auf Instagram. Und sie ist eine ganz liebe Zuschauerin von mir. Hallo Caro! Und sie hat mir Wolle geschenkt. Das war so, ich bin da ganz schlecht. Ich schenke sehr gerne, aber wenn ich selber was annehme, da habe ich manchmal ein bisschen Mühe. Das ist eigentlich doof. Gell? Ich gebe ihr auch gerne. Die hat mir so toll, also eine ganz liebe Karte geschickt. Die lese ich euch jetzt nicht vor. Dann hat sie mir die zwei. Jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme das mal raus. Egal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das euch am besten zeige. Ah, jetzt ist gut. Guckt mal, wie die schön färbt. Natürlich in meinem Rosa. Jetzt ist gut. Ach, ich bin ganz verliebt in die Wolle. Das ist Merino. Weiß gar nicht. Ich glaube, wie Sockenwollenstärke. Das gehört noch dazu. Ich habe mir gedacht, weil ihr kennt mich ja, ich finde ja eigentlich die meiste handgefärbte Sockenwolle schlicht und einfach zu schön, um sie an den Füßen zu tragen. Das gibt ganz sicher ein Tuch. Dann hat sie mir das noch mitgeschickt. Das sind High Twist, auch 400 Meter. Ich glaube, die zwei gehören zusammen. Aber ich habe mir gedacht, ich verstricke die dann so gemeinsam. Man sieht sie jetzt nicht so gut, aber ich finde, die passen zusammen. Ja, aber ich hätte noch gern so irgendwann ein Tuch für mich noch. So für, ich habe im Moment so einen Polischal. Den habe ich mir immer gestrickt, wenn ich mit dem Hund laufen gehe. Und in der Zwischenzeit bin ich natürlich schon so, dass ich denke, oh, ich hätte schon noch gerne einen schönen Schal. Und was sie natürlich mir mitgeschickt hat, für mich als bekennender Weihnachtssocken-Junkie. Da, guckt mal, sind die nicht schön? Oh, schaut mal. Die sind so schön und das werde ich mir... Sobald das Kleid fertig ist, Caro, werde ich mir die Socken damit anstricken. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, es tut mir ein bisschen in die Seele weh, das an den Füßen zu tragen, aber ich liebe ja. Es ist so schön, es ist so weich. Ja, ich weiß, also da, wie gesagt, da muss sich irgendwas für mich, ein Tuch oder so, aber ich habe noch keine Ahnung, was ich damit, was für eins. Vielleicht haben wir ja Vorschläge, Ideen. Bin ich immer offen. Ja. Caro, vielen, vielen Dank. Ich werde euch noch den Etsy-Shop von ihr verlinken. Der ist, oh, sehr schöne Sachen, schöne Sachen. Ich durfte auch schon Namenspatin sein. Ja, das habe ich ja riesig gefreut. Sie hat übrigens jetzt neu einen eigenen Podcast, den ich euch ganz fest ans Herz legen will. Ich finde sie herrlich. Sie kommt ja aus dem Siegerland und dann bringt sie auch so Ausdrücke von dort, so Honk und so. Und ich liebe das ja. Ich liebe das. Ich finde, das ist dann so super authentisch. Also ich finde es nicht schlimmer, wenn die Leute da so, du merkst genau, sie reden eigentlich so gerne Dialekt und geben sich dann aber ganz viel Mühe, dass sie wirklich ein schönes Hochdeutsch sprechen, man spürt das, aber ich höre gerne den Dialekt. Ich lerne auch gerne neue Ausdrücke. Ich finde das toll. Ich glänze heute. Oh ja, ja. Gut. Da ist noch Tee, hat sie mir noch geschickt. Caramel Apple Pie, Strawberry Cheesecake. Alles lecker wird dann noch getrunken von mir. Ja, und dann habe ich noch mehr geschenkt bekommen. Und zwar muss ich, jetzt muss ich zuerst noch sagen. Ich war ja am Samstag in Stuttgart. Ich habe nämlich die MoMA
also sprich die Monika von Momas Wohlwelt besucht. Die hat dann irgendwo eine Weile hat sie mal gesagt, ja, sie hätte am 14.12. hätte sie wieder Stricktreffen, wer Lust hätte. Und ich dachte, ja, ich komm, ich liebe es ja, irgendwelche Strickstreffs zu crashen. Kennt ihr den Film Wedding Crasher? Da, ich weiß nicht mehr, wie die Schauspieler heißen. Egal, die schleichen sich doch immer auf irgendwelche Hochzeiten ein. Und ich finde das so lustig. Ich gehe wahnsinnig gerne an Stricktreffs. Das darf auch mal weiter weg sein. Ich finde das total lässig, wieder mal neue Leute kennenzulernen, neue Inputs zu bekommen, neue Ideen. Ich mag das, ich finde das total toll und darum habe ich gefunden, ja, weißt du was, ich komme, weil ich habe ja dann noch gesehen, es ist Weihnachtsmarkt. Und da ich ja noch nie eigentlich so richtig auf einem Weihnachtsmarkt war, fand ich die Gelegenheit. Monika hat sich riesig gefreut, was mich wieder gefreut hat, Gallet. Und ich kam dann um 9:30 in Stuttgart an. Weil, das ist ja recht praktisch, wir können, wenn ich in Zürich einsteige, kann ich eigentlich durchfahren bis nach Stuttgart. Ist gappig. Und mit dem Sparticket irgendwie für 20 Euro. Also, was willst du, oder? Also, ja. Gut, habe ich gemacht. Dann sind wir dann auf den Weihnachtsmarkt. Also, nein, zuerst sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen in... Ach, wie heißt das? Ich habe es mir wohl aufgeschrieben. Ah ja, im Haus der katholischen Kirche. Ich kann euch das nur empfehlen. Also wer jetzt denkt, uiuiui, das ist dann sehr kirchlich und so, überhaupt nicht. Also klar, es hat dort so eine kleine Buchhandlung noch, wo je nach Jahreszeit entsprechend Bücher ausgestellt werden. Jetzt zum Beispiel gibt es Bücher, sehr schöne Bücher für rund um Weihnachten, auch für Kinder und so. Aber die Atmosphäre hat mir so gefallen. Das war so tiefenentspannt. Also nicht auf heilig gemacht, versteht mir recht. Aber es war so eine Ruhe da drin. Es war nicht hektisch. Es war nicht, also die Leute haben sich unterhalten, aber es war nicht so laut und hektisch und so. Es war richtig gemütlich, ein super leckerer Kaffee. Und Monika hat sich dann noch eine Brezel gegönnt. Ja, und dann ging es ab auf den Weihnachtsmarkt. Und der war wirklich, also ich war ja ganz geplättet. Ich liebe ja dieses ganze Gedönse da. Und Engeli und das und dieses und... Ah, oh, super, super. Es hat mir so gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen. Und unter anderem war dort ein Stand mit Tassen. Und dann war eine rote Tasse mit einem weißen Kreuz drauf. Und ich so... Schweizer Tasse. Und sie, ah komm, da kannst du gleich den Namen gravieren lassen. Und ich so, ja, und das mache ich. Und jetzt schaut mal, was ich habe. Ich habe jetzt meine eigene Tasse. Ich habe eine Aargauer Strickliesl-Tasse. Yeah! Und darum heute auch den roten Lippenstift und die rote Jacke. Gut, ich dachte, das passt ja sowieso zu Weihnachten. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe mir diese Tasse gekauft und ich habe mich wie ein kleines Kind darüber gefreut. Ich finde das ja so lustig. Ich bin jetzt nicht die wirklich während dem Podcast trinkt. Das liegt aber mehr daran, dass ich wirklich praktisch endlos ohne Punkt und Komma reden kann. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Jawohl. Also es war richtig toll bei ihr. Ich habe mich mega gefreut. Auch der Stricktreff nachher war so schön. Und dann habe ich noch, sie hat mir da vorgängig mal gezeigt, dass sie hat ja Weihnachtssockenwolle gefärbt. Und das ist natürlich für mich sowieso Weihnachtswolle kalt. Das muss ja Susan haben. Ja. Dann habe ich gesagt, du, ich von jeder Färbung einen Strom. Die zeige ich euch jetzt. Wer es noch nicht bekommen hat, bitte jetzt wegschauen. Spoiler Alarm. Gell? Spoiler Alarm. Soll ich euch dann wieder Bescheid geben, wenn ihr schauen dürft? Also, das sind die Stränge. Mit Bling Bling.
Dann diese hier. Und dann noch die zwei. Ja, und jetzt denkt ihr, was macht sie denn um Gottes Willen wieder mit diesen ganzen Strängen? Nein, keine Socken. Mm-mm. Ich mache damit die Dolce Vita. Ich stricke mir die Dolce Vita. Ich wollte ja eigentlich zuerst nicht die Dolce Vita stricken. Nee, er dachte, nein, ich komme jetzt die nicht auch noch, oder? Aber ich habe mir mal dieses Konstrukt angeguckt. Und da ich ja, wir wohnen hier in einem Elternhaus. Da ist manchmal, also die Wände sind nicht so super isoliert, außen isoliert. Und ich sitze im Wohnzimmer hinter einem ganz großen Fenster. Und da ist manchmal, es zieht nicht, aber es kommt so Kälte rein. Und dann zieht es mir immer über die Schulter. Und das ist sehr unangenehm. Und ich habe dann das in der letzten Zeit versucht mit Tüchern. Aber das Problem ist bei Tüchern, ja, dann trapierst du die, dann bewegst du dich und dann rutscht das Zeug. Dann rutschen die Dinge einfach irgendwo hin. Und dann bin ich immer noch so am Rumshoppen und am Machen und wieder am, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und darum fand ich dann so die Jacke, weil die hat ja nur so irgendwie drei Viertelärmel, fand ich eigentlich dann so, das ist ja so mehr so ein Jäckchen. Und die möchte ich mir dann stricken aus genau dieser Wolle von der lieben Monika. Ja, und dann hat sie ja irgendwie noch Wolle gesucht für ihre, ach, Dolce Vita von Regio. Wenn ihr es genau wissen wollt, schaut bei ihr rein. Und unter anderem, die hat ja auch ganz tolle Zuschauerinnen und auf Instagram. Und dann hat sie unter anderem hat sie mir diesen gezeigt. Der ist von Regia Fluramania Color. Jetzt seid mal ehrlich, der schreit doch schon nach mir. Der sagt, ich will zu Susanne, weil ich ein Mädchen bin. Ja, also, dann habe ich so, oh, der ist so schön. Ah, oh, ist der schön. Sie hat mir dann geschenkt. Danke vielmals, Monika. Das ist mega nett von dir und ich werde mir daraus, das gibt Frühlingssocken. Definitiv für mich. Und wenn es noch einen Rest dann hat, gibt es dann noch für meine Enkeltochter. Weil die liebt ja auch Socken. Gestrickte Socken, wirklich. Also, ich bin so froh, ich freue mich so, dass ihr das gefällt. Dann habe ich bei der Monika noch, ich habe ihr nämlich da noch, also den habe ich ihr abgekauft, einen Wollwickler, da hatte ich nämlich noch nicht. Der ist da made in Ostfriesland. Da hat mir die Kirsten schon mal erzählt, die wären die besten. Den durfte ihr dann abkaufen, weil sie hat gesagt, ja, sie bestellt sich dann wieder. Da fand ich mini. Ja, und unter anderem, also ich kam ja da wie ein Packesel nach Stuttgart. Also man hätte, also ich hatte so einen Trolley dabei, also nicht einen Koffer, aber einen Trolley und eine Tasche, eine Sporttasche. Also man, wenn man mich gesehen hat, hätte man nicht geglaubt, dass ich am gleichen Tag wieder zurückfahre. Aber ich habe ihr noch Weihnachtskekse von mir gebracht und ein Tauschpaket, weil sie hatte vor, ich weiß nicht wann, vor 2-3 Wochen, hat sie mal gesagt, sie würde gerne einen Tausch machen, weil sie hat so Bobbelreste von Verwicklungen oder wo nicht sauber gelaufen sind. Ach, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hat sich dann als allererste, weil sie hat dann gesagt, die erste, die sich da meldet, bekommt den. Und das war eine Schweizerin. Und dann, nachdem ich ja dann gesagt habe, ich würde kommen, Monika denkt ja mit. Gar nicht. Und dann hat sie mich dann angeschrieben, eben, ob ich das Päckle würde mitbringen von der Zuschauerin. Ja, logisch. Mache ich doch, oder? Weil, wenn man ein Päckchen von hier in die nach Deutschland schickt oder umgekehrt, 30, also jetzt, wenn ich es hier schicke, nach Deutschland 30 Franken. 28 Euro. Ja. Ich glaube, da muss man nichts weiter dazu sagen. Da habe ich gesagt, ja, klar. Dann habe ich dann die Zuschauerin angeschrieben und hat dann gesagt, ja, sie würde dann als kleines Dankeschön mir auch noch was mitschicken. Da habe ich gedacht, ja. Also erstmal habe ich geschrieben, das wäre gar nicht nötig. Logisch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann
Ja gut, vielleicht schickt sie mir irgendwie einen Wolle, weißt du, Sockenwolle, irgendwas so, was Kleines. Liebe Martina, ich habe mich riesig gefreut, aber es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Also, zuerst habe ich mal, das Ganze kam in dieser Tasche. Ich meine, die ist ja voll meins. Ich liebe ja, erstmal liebe ich die Form dieser Taschen. Ich mag die Farbe und dann hat sie ja damit, oh, sie sieht man sie hat mit Rosa, oh mein Gott, ich liebe das. Ich liebe so Sachen, ich bin ja voll, ich mag das einfach. Das Girl, das Mädchenhafte, ich mag das wirklich, ich bin da voll, also da war drin, eine Karte. Hat sie mir ein bisschen was geschrieben, weil sie guckt mich an. Dann hat sie mir diese Karten mitgeschickt, handgemacht vom Hasli. Hasli Tal. Ich dachte irgendwie Hasliberg. Habe ich der Monika erzählt? Hasli Tal. Geografie ist nicht meine Stärke, ganz ehrlich. Wie gesagt, also wenn mein Mann mich loswerden will, muss er mich nur in der Pampas aussetzen und dann finde ich nie wieder nach Hause. Ja. Dann, was hat sie mir noch mitgeschickt? Ja, einen Magneten. Ist der nicht herzig? Jetzt Büssi! Ich bin doch die absolute Katzenmama. Also ich bin ja, oh, ich und Katze. Und diesen hier. Oh, ich habe ja eben in der Küche habe ich ein Whiteboard. Da kann man die wunderbar hinmachen. Ich liebe das. Das ist für mich so wie ein bisschen Dekoration. Dann, also eben, dann hat sie mir da die Seife. Leider könnt ihr jetzt das nicht riechen. Die riecht so lecker. Man hat, also ich habe mir da etwas erklären lassen, das ist damit, ist ja Garfilz und da kann man das nass machen, dann kann man sich damit waschen. Ich finde das ja, ich finde das herrlich, herrlich. Also ich, Martina, ja. Und dann hat sie noch Wolle mitgeschickt. Also als ob das nicht alles schon genug wäre, hat sie mir von Pasquali Cashmere Worsted. Ich meine, ist ja voll meine Farbe, gell? Das ist so ein Fuchsia. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen pinker rüber, als es ist. Wunderschön! Und dann hat sie mir zwei Knoll davon und dann noch diese hier, das ist, oh mein Gott, super, super edel. Seide Mohair plus Merino. Ein Traum, ein Traum. Ich denke, ich werde mir dann vielleicht auch was für einen Schal oder so. Ich denke, ich kombiniere das dann gleich. Vielen, vielen Dank, Martina. Mega lieb. Also es wäre wirklich nicht nötig gewesen, irgendein Kärtchen hat völlig gelangt, weil ich mache das wirklich gerne. Ja. Ist glaube leer jetzt. Entschuldigung. Ja. Dann. Was habe ich noch? Ah, ja. Ich habe noch ein bisschen was an Büchern und Heften bekommen. Also bei mir kam ja auch, wie bei vielen anderen, der Designer nicht dran. Also die schwelgen ja auch ein bisschen in den 80er Jahren, habe ich festgestellt. Also ich meine das jetzt nicht zwingend im negativen Sinn, aber ja, also... Sorry Leute, das ist alles schon mal da gewesen. Haben wir schon mal gestrickt. Was ich noch schön finde, ist alles auch in großen Größen. Ja, ist jetzt auch nicht so, nicht so weltbewegend. Es hat aber eine Jacke drin. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe doch mal in einem Designer-Knit, da gab es so eine A-linienförmige Jacke mit zweifarbigem Patent, wo ich gesagt habe, oh, die würde ich mir gerne für Leipzig stricken. Jetzt ist noch mal eine Jacke da drin und die würde mir jetzt fast besser gefallen.
Oh, ist die nicht schön? Oh, ich finde die so schön. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mir vielleicht anstatt diese Brioche-Jacke, ob ich mir nicht. Was meint ihr? Die wäre doch auch richtig, richtig schick, oder? Ja, das glaube ich schon. Dann hat es da diesen Pulli noch drin. Also mit so Taschen vorne. Ja. Zurück in die 80er. Denver Clan lässt grüßen. Ja, ihr merkt, es ist nicht so meins. Ja. Auch nicht so mies. Also ganz ehrlich, also so würde ich John nie tragen. Ein Pulli, nett. Ist auch nicht so mies. Oh, hat eigentlich. Also den finde ich ja schick. So ein Rundpassenpulli, Top Down gestrickt mit so oben Lace-Muster und ich mag ja Lace. Also der wäre noch was für mich. Dann jetzt hier so ein richtig ein schönes großes Tuch. Das ist eigentlich auch noch ein Mantel, finde ich recht hübsch, den Pulli. Also der würde mir ja sehr gefallen. Das Problem ist, dass ich habe das mal angeguckt, so ein Schiffchenausschnitt geht nicht. Ich habe einen zu dicken Hals, das sieht scheiße aus. Entschuldigung. Sieht nicht gut aus. Aber schaut euch mal die Stola an. Ist die nicht toll? Die ist wirklich sehr, sehr schön. Würde mir auch noch gefallen. Aber wann will ich denn? Ich werde euch ja nächste Woche oder einfach vor dem ersten werde ich ja noch eine Sendung machen, nochmal, wo ich euch über die Strickpläne von mir erzähle. Hat gar keine Zeit. Um das. Dann habe ich mir mal so ein, habe ich beim Weltbild Verlag gesehen, so mit Handstulpen. Ich finde, es hat so ein bisschen nette Ideen. Die sind noch ganz hübsch. Die fand ich so lustig. Die könnte ich mir noch vorstellen für Kinder. Also als ja, Kindergröße gestrickt. Die fand ich noch ganz cool. Ja. Haben wir jetzt darüber diskutiert. Das Buch war nicht so teuer, dann habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich das halt. Dann habe ich dort noch das hier gekauft. Farbverlauf, Stricken, Strickidee mit Farbverlauf. Fand ich jetzt auch noch ganz. Da hat es ein paar ganz nette Modelle. Was ein bisschen ist, also häufig halt, ja, mit nicht so großer Größen. Ja. Da fand ich jetzt, ja. Ich sage die ganze Zeit, ja, gell, ich denke da, was, Frau? Findet es den noch so lustig, euch gefunden? Doch, das ist auch das große Größe. Ja. Etwas wollte ich euch noch zeigen, das ich ganz, ganz lustig fand. Das fand ich noch recht hübsch. Ja. Die Mütze hat mir noch sehr gefallen. Ob ich die mal je stricken werde, weiß ich nicht. Aber die fand ich recht hübsch. Ja, dann haben wir das gekauft. Ja, ich meine, jetzt habe ich ja lange euch nichts mehr gezeigt, was ich so mir zugelegt habe, weil ich habe jetzt die letzten zweimal ging es ja nur ums Backen. Dann habe ich mir noch Strickideen für starke Frauen. Ich bin ja halt ein auch ein Big Girl. Und das lässt sich nun mal nicht verleugnen. Also da gab es zum Beispiel einen hübschen Mohair-Pulli.
Was halt ist, die stricken hier in Einzelteile, aber das macht auch Sinn. Also ich weiß es halt von mir. Ich stricke ja in Regel 2XL. Und dann wird das, wenn man das alles am Stück strickt, je nach Material, wird das dann sehr schwer. Ja, dann denke ich manchmal, ich glaube, ich stricke das doch lieber in Einzelteilen. Ich finde die auch ganz hübsch. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt müsste sagen, wow, ist noch nie da gewesen. Da seht ihr die Jacke. Also da hat es wirklich ein paar tolle Sachen drin. Die haben mir sehr gefallen. Ich fand die Jacke sehr hübsch. Den Pulli finde ich auch toll. Da seht ihr ihn noch. Also ich weiß es jetzt nicht, jetzt, was noch die da gewesen wäre, aber ich finde ihn hübsch. Ich finde ja die Jacke noch irgendwie cool. Ich weiß noch nicht, ob ich das tragen kann, weil ich ja relativ klein bin. Ich weiß es nicht. So mit den Zipfeln. Ach, den möchte ich mir ja unbedingt stricken. Den finde ich ja total cool. Den, also da habe ich schon lange was gesucht, dass ich mal sowas stricken kann. Ich finde den total schön. Mir gefällt das. Dann, was hat es noch? Was ich noch schön finde, dass es auch wirklich Models sind mit Plus-Size-Größen. Ich finde den Pulli, finde ich, das ist irgendwie mit Mohair gestrickt. Also, ehrlich, nie im Leben. Also, wer strickt? Also, das finde ich jetzt wirklich doof hinten. Finde ich unmöglich. Und sonst, sonst hat es da nichts mehr. Nö, so ein bisschen Schal. Oh, die Jacke ist noch ganz nett. Ist auch nicht so. Ist ein Perlmuster, glaube ich. Jo. Der ist auch noch ganz. Da hat es dann vorne. Da sieht es besser. Warte, ich tue da mal abdrücken. Auch noch nicht. Nee, das ist schön. Ich finde es schön. Ja. Sonst? Ja. Ich fand die Jacke, finde ich, noch süß. Die fand ich noch ganz süß. Und dann kam noch die Verena, also die ist auch schon wieder länger draußen, gell? Die hat jetzt für die Erwachsenen, fand ich jetzt diesmal nicht so. Oh, die Jacke. Oh, wo ist die Jacke? Also die Jacke, die fand ich ja schon cool. Die würde mir ja schon gefallen. Aber ich glaube nicht, dass ich die je in meinem Leben fertig bekommen würde. Keine Ahnung. Also, ja. Also den fand ich ja ganz lustig. Für die, die irgendwie auf Alpakas stehen. Ich fand den so witzig. Aber dafür bin ich, glaube ich, jetzt definitiv zu alt. Also die Jacke würde mir noch gefallen. Die fand ich auch ganz toll. Das ist jetzt nicht gerade im Braun. Ist nicht so mein Ding, aber ja. Aber was mir sehr gefallen hat, ist, die haben ja auch immer wieder Kindermodelle. Und jetzt schaut euch mal das an. Ich fand das so cool, die Idee, Vater-Sohn-Pullis zu stricken. Also das werde ich definitiv mal noch machen. Für Enkelsohn und seinen Vater. Aber da muss er noch ein bisschen größer werden. Oh, ist der nicht toll? Also ich finde, also da ist jetzt wirklich eine schöner wie der andere. Die sind so toll, die Pullover. Ist doch klasse. Also wirklich, ich finde das so, so toll gemacht. Da noch Jacken. Also da, das fand ich wirklich super. Also die Idee, die finde ich absolut klasse. Das wird für mich
vorgemerkt für in 2-3 Jahren, wenn dann wirklich der Enkelsohn etwas älter ist. Aber ich finde, ich meine, jetzt ist er 1,5, also da stricke ich noch nicht. Aber wenn er mal so 8, 9 ist, dann und es ihm dann noch gefällt, dann werde ich ihm sowas stricken. Und seinem Vater natürlich. Und der muss es dann tragen, ob er will oder nicht. So, wir sind am Ende. Tatsächlich ja, wie gesagt, ich werde vor dem 1.1. werde ich nochmal eine Sendung machen. Dann werde ich euch, ach, das mache ich, Schildtrülle. Da gibt es ganz viele Taschen da hinten. Und da werde ich euch mal zeigen, was drin ist. Ich werde meine Truhe des Grauens öffnen. Naja, also ganz so schlimm ist es nicht, habe ich festgestellt. Aber ich werde es euch zeigen, ich werde euch noch erzählen, dass ich mache ja mit dieses Jahr bei Strick6 in 2020. Da erzähle ich euch kurz noch, was ich dafür geplant habe, also die Nummer 1, aber dann, also man kann sich da 6 Sachen raussuchen, die man durch das Jahr stricken will. Also man kann jetzt sagen, fix wie ich, also die Wolle mit der Anleitung, man kann aber auch sagen, ich lege mir jetzt 6 Bücher raus und aus denen werde ich dann was stricken. Oder man kann sich Wolle bereitlegen und sagen, also wenn die, das ist jetzt die Nummer 2, diese Wolle, und wenn das gezogen wird von der Jenny, dann stricke ich das. Was auch immer ich dann stricken werde. Organisiert wird das ja von der Jenny vom Wohligen Geplauder. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr da mit dabei sein wollt, könnt ihr euch bei ihr melden. Im Moment ist halt so, es läuft, sind relativ viele dabei und dann ist natürlich, wenn da nur jeder eine Nachricht am Tag schickt, dann gibt es halt relativ viele Nachrichten. Da gibt es auch jetzt einige Leute, die dann gesagt haben, mir ist das zu viel, ich möchte das nicht, weil sie halt dann, wenn so Nachrichten kommen, diese auch lesen möchten, was ich auch verstehe. Ich bin jetzt halt die ein bisschen quer liest. Ja. Also jetzt nochmal zurück. Also die 1 ist bei mir in der Walk in the Dawn Cardigan. Der ist von der Asita Krebs designt. Dann die Nummer 2 ist bei mir der Elephant Promenade Pullover. Also das Wetter. Da hatte ich mal das Halsbündchen angefangen. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber da werde ich euch das nächste Mal wirklich die Wolle noch dazu zeigen. Dann ein UFO auf Nummer 3, die Nonna. Ah, die liegt übrigens, habe ich festgestellt, ich habe die gesucht und festgestellt, die liegt in der Truhe des Grauens. Also, das sagt aber nichts über die Nonna aus. He? Das wird ich dann auch so gesagt haben. Auf der 4 habe ich den Komodo. Da habe ich schon länger mal so Bubbles gekauft. So mit weiß, rosa, hellblau. Die sollten einfach Streifen geben. Und aus denen möchte ich mir dann die Nonna stricken. So als Sommerjäckchen. Ja. Und auf Platz Nummer 5 habe ich den Soldotna von der Caitlin Hunter. Den habe ich, glaube ich, sogar in Pullover. Also da habe ich sogar die Wolle in Pullovermenge vorrätig. Ja, bin ich der Meinung. Und auf Nummer 6 ist der June Berry Cardigan. Diese Anleitung habe ich ja schon ewig und ein Jahr. Und ich hätte auch schon lange die passende Wolle dazu zu Hause. Und ich kam nie dazu und ich möchte die Jacke unbedingt. Und da habe ich gefunden, das ist doch die Gelegenheit. Ansonsten werde ich euch das nächste Mal noch genauer zeigen. Ich werde euch auch noch zeigen, was ich... Ich habe ja noch viel mehr auf den Nadeln. Ich habe den Zweig, ich habe den Novelli, ich habe den... All of the Lights. Ja, und irgendwie so schon Zeug. Also mein Gott, es wird werden. Also die Ziel ist ja, dass das 2020 alles gestrickt ist. Aber Ziele können sich verschieben. Prioritäten auch. Gar nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch
ganz schöne Weihnachten. Genießt die Zeit, auch wenn ihr alleine seid. Auch dann, ich war viele, viele Jahre wirklich auch alleine an Weihnachten. Meine Eltern waren dann immer in Teneriffa, meine Brüder sonst beschäftigt. Und ich war viel auch alleine. Ich habe mir dann ab und zu eine Freundin eingeladen. Da ich ja früher auf der Bank gearbeitet habe, musste ich sowieso immer zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Also da waren eh nur die Feiertage. Und ich habe es mir immer gemütlich gemacht. Wirklich. Ich fand das nie schlimm oder so, dass ich jetzt da gelitten habe. Ich finde immer, also ich ticke jetzt so. Ich mache immer aus allem das Beste. In diesem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche, schöne Weihnachtsfeier, Weihnachtszeit. Lasst euch gut gehen, strickt, wenn ihr Lust habt, strickt nicht, wenn ihr keine Lust habt. Ich weiß von einigen, die jetzt gerade krank sind zurzeit, denen wünsche ich allen gute Besserung, die gesund sind, denen wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Ich hoffe, ihr schaut mir, bleibt mir weiterhin treu. Ich würde mich natürlich auch über weitere Abos freuen. Aber ich weiß von einigen, die sagen, ich möchte mich nicht bei YouTube anmelden. Da kann man halt nicht abonnieren. Die schauen mich aber trotzdem. Und das finde ich auch toll. Wirklich. Also ich freue mich natürlich über jedes Däumchen hoch. Ich kann auch mit den Däumchen runterleben. Ganz ehrlich, ich habe gelernt, dass man das nicht so tragisch nehmen soll. Und ich muss sagen, ich habe ja unglaublich tolle Zuschauerinnen und Zuschauer, die mir immer nur ganz lieb kommentieren. Dafür auch herzlichen Dank. Wirklich, also wenn ich da manchmal höre, denke ich, wow, ich habe schon Glück mit euch. Wirklich, ich habe mega Glück mit euch. Also, und die mich jetzt nicht mehr schauen, nächste Woche wünsche ich auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, schaut jetzt nächstes Mal wieder rein. Es wird sicher nochmal lustig, weil ich erzähle euch dann so eben ein bisschen über meine Projekte. Werde euch vielleicht noch ein bisschen Revue passieren lassen über das, was ich gestrickt habe. Ich habe gar ja versteht, es gibt ja auch Strickstücke, die sind wie One-Night-Stands. Oder sie nicht verschwinden nachher. Darüber werden wir auch noch sprechen das nächste Mal. Also ihr Lieben, macht's gut, viel Spaß und ja, jetzt schalte ich euch aus.